Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück nach längerer Zeit zu Pokémon Purpur. Jo, beim letzten Mal hatten wir... Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, nach längerem Zeitraum. Also es gab jetzt ein paar Wochen kein Pokémon. Ja, beim letzten Mal hatten wir bei Pepper den letzten Kampf gemacht. Also wir hatten seine Reihe abgeschlossen, alle Herrscher besiegt und am Ende hat er uns selber zu einem Kampf herausgefordert, den wir knapp geschafft haben. Ich stehe jetzt hier übrigens, wenn in der Pampa, weil ich was Interessantes gefunden habe, aber das seht ihr gleich nach den Pokédex-Einträgen. Ich habe sehr, sehr viele Pokédex-Einträge wieder für euch. Die werden sich über die nächsten drei Parts aufteilen, weil ich habe 39 Stück für euch. Ja. Jeden Part 13 Pokédex-Einträge. 5 davon übernehme ich und 4 davon meine beiden Helfer hier auf meinen Schultern. Und ja, ich würde es einfach sagen, wir fangen direkt mit den Pokédex-Einträgen an. Wenn ihr sie überspringen wollt, über mir ist ein Zeitstempel markiert, wo ihr hinspringen könnt, wenn ihr keinen Bock auf die Pokédex-Einträge habt. So, zuallererst haben wir hier Bronzong, das Bronzeglocken-Pokémon. Ihm wurden reiche Ernten zugeschrieben, da das Portal zu anderen Welten öffnete, um für Regen zu sorgen. Ein sehr praktisches Pokémon. So, als nächstes haben wir hier Lamus, das Symbiose-Pokémon. Wenn das Muschas an seiner Route in einem harten Kampf abfällt, wird Lamus wieder zu Fleckmon. Ich muss mich übrigens korrigieren, ihr kriegt noch einen Bonus, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich euch Lashoking schon vorgestellt habe. Die Entwicklung, die habe ich durch meinen Kollegen einmal kurz gehabt. Deswegen lese ich den auch einmal vor, also sind es 40. Lashoking, das Monarchen-Pokémon. Sein scharfer Intellekt und sein feines Gespür zeichnen es aus. Es bleibt in jeder Situation gelassen und besonnen. Als nächstes haben wir Muschel, das Muschel-Pokémon. Klammert es sich mit seiner Schar an einen Gegner, so wird sein weiches Inneres freigelegt. Es tut dies daher nur im äußersten Notfall. Das ist Schallelos, das Seeschnecken-Pokémon. Dieses Pokémon ist oft an der Küste anzutreffen. Für eine begrenzte Zeit kann es auch an Land verweilen. Und zu guter Letzt haben wir von meiner Schwarte aus Wummer, das Aquawummen-Pokémon. Die Geschosse aus Meerwasser, die es aus seiner Schere abfeuert, sind stark genug, um den Rumpf von Tankschiffen zu durchbohren. Moment, was? Du kleines Vieh, willst so stark Wasser abschießen, dass du bei einem Tankschiff den Rumpf durchbohren kannst? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viel Kraft man dafür bräuchte. Aber ihr bräuchtet dafür eigentlich ungefähr so viel Kraft wie Dynamit. Um durch den Rumpf von einem Tankschiff zu kommen. Vor allen Dingen es zu durchbohren. Das sind mehrere Schichten aus sehr starkem Stahl. Die kriegt man nicht einfach so kaputt. Also, wie viel Kraft hast du bitte? Naja, ich würde einfach sagen, Drim lege ich dann jetzt weiter los. Viel Spaß, Drim. Wow, was ich eigentlich am Anfang? Hier haben wir als erstes Wampitz, das Stromfrosch-Pokémon. Was aussieht wie Augen, sind eigentlich Organe, durch die es die Elektrizität entlädt, die es mit dem Nabeldynamo in seinem Bauch erzeugt hat. Als nächstes haben wir hier Amphira, das Giftechsen-Pokémon. Wenn sich zwei Amphira begegnen, kämpfen sie mit Pheromonengas um die Männchen in ihren Gruppen. Das ist Schuppet, das Puppen-Pokémon. Es gewinnt an Stärke, indem es sich an den traurigen und hasserfüllten Gefühlen der Menschen labt. Du bist ein Pokémon nach meinem Geschmack. Und zu guter Letzt haben wir hier Wrestler Dero, das Wrestling-Pokémon. Wrestler Dero lebt friedlich für sich allein. Und im Weg kämpft es gegen seine natürlichen Feinde, rasshaft die in Gruppen randalieren. So, Noah, leg los, du bist dran. Danke, das hast du gut gemacht, Drim. Das ist sehr wohl das Emotions-Pokémon. Es hält sich stets an der Seite seines Trainers auf und nutzt Psychokräfte, um dessen Handlungen zu erahnen und sich um ihn zu kümmern. Das hier ist Zapjade, das Stromfisch-Pokémon. Es besitzt ein Organ, mit dem es im Notfall Elektrizität erzeugen kann. Es tritt stets in Schwärmen auf. Als nächstes haben wir hier Bojelin, das Meereswiesel-Pokémon. Man findet es oft in der Nähe von Häfen, wo es Fischern dabei hilft, ihren Fang zu transportieren und Menschen vor dem Ertrinken rettet. Dieses gutherzige Pokémon gefällt mir.
No, und als letztes krieg ich wieder ein süßes Pokémon. Das ist Folipurba, das Frischgrün-Pokémon. Je jünger sie sind, desto stärker riechen sie nach frischem Gras. Wenn sie älter werden, verströmen sie den Geruch von herabgefallenem Laub. So Shining, damit bist du wieder dran. Ja, danke Noah und Tim fürs Vorlesen. Ihr habt dann jetzt für heute erstmal genug vorgelesen. Auch wenn ich jetzt noch nicht alle vorgelesen habe, kann ich mir aber trotzdem schon mal hier abholen, ne? Ein paar Luxusbälle. Nochmal ein paar EP-Bonbons. Ein Mondstein. Timerbälle. Oh, als nächstes kriege ich Sternstücke. Ihr seht übrigens, dass ich meine Pokémon auch ein bisschen hochtrainiert habe. Ich kann den ja trotzdem hier noch eben kurz ein bisschen was an den P-Bonbons geben. Hier. Mach nochmal ein paar Level. Folipurba stand übrigens random in der Gegend rum, so Nähe Anfangsgebiet. Ich kann euch ja ungefähr den Punkt zeigen. Hier so ungefähr. Da steht es auf Level 50 ungefähr rum. Wenn ihr es auffangen wollt. So, und jetzt das, was ich hier eigentlich so interessant fand, warum ich hier heute gestartet bin. Das habe ich nur random entdeckt. Das Teil hier. Was ist das? Du willst Stress? So, bin gespannt, was das ist. Auf dem Schein ist etwas kaum Leserliches eingraviert. An diesem Ort war das Unheilsschwert versiegelt. Kann es sein, dass das Teil hier mit diesen Flöcken zu tun hat? Es gibt ja so gelbe Flöcke beispielsweise. Und das Teil hier ist gelb. Es könnte sein, dass dahinter ein legendäres Pokémon wartet, aber ich erst alle diese Flöcke rausziehen muss. Also ein paar habe ich. Aber nicht alle. Wieso drücke ich immer die falsche Taste, wenn ich auf die Karte will? Ich kann auf jeden Fall sagen, hier in dem Bereich habe ich definitiv alles erkundet. Und ich würde jetzt das machen, was ich letztes Mal schon gesagt hatte, was ich vorhatte. Hier die beiden Arenen als nächstes und die Kampfmitglieder hier fertig machen. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Kampfmitgliedern tatsächlich an. So Leute, Ort ist markiert. Jetzt muss ich nur erstmal eine halbe Ewigkeit reisen. Zumindest können wir ja mittlerweile Berge hochklettern. Also sollte das nicht allzu lang dauern. Waren hier auch Mitglieder? Oder was ist das hier für ein komisches Konstrukt? Das ist auf jeden Fall eine TM für mich. Und mein Pokémon hat Probleme. Juwelenkraft war hier. Da ist noch eine TM. Reflektor, Äther, ich höre ein Gespenst, das mir Münzen geben will. Wahrscheinlich da ganz oben drauf. Hier war nochmal Akrobatik. Ich suche gerade das Gespenst, was sich hier versteckt. Ah, ich hab's gefunden. Eine Münze. Wow. Ah, wenigstens ein Top-Elixier. So, hoch hier. Diese Kletternfähigkeit ist echt praktisch. Die habe ich offscreen auch sehr, sehr viel genutzt. Oh, nett. Ein paar EP-Bonbons. Das ist ein Pikachu? Nee, das ist ein Mimikma. Na gut, aber die interessieren uns gerade nicht. Wir wollen ja straight up zu den Kampfmitgliedern. Ich würde nicht gleich wenig am vorderste Front schicke. Also Seitigan definitiv nicht.
Da unten ist eine TM. Schwerttanz. Sieht sehr schön hier aus. Kann verstehen, warum die hier ein Lager haben. Ich gehe aber zuerst zu dem Pokémon Center da. Und heile erstmal meine Pokémons. So, Pokémon sind geheilt und meine Front-Pokémon habe ich auch schon mal so gesehen eingestellt. Na, Leval? Ist geheimnisvoll. Ich nehme sofort in Angriff, keine Sorge. Oh, diesmal der Teamchef direkt dort. Ich schau mal zu. Das ist ein gutherziger Boss. Ich mach das schon. Na klar. Ja, ich bin kampfbereit. Ich weiß nur nicht, ob ich vom Level her kampfbereit bin. Also ich bin ja jetzt mittlerweile mit allen Pokémon so im 60er Bereich. Ja, gerade so. Ich zeige dir mal meinen Loden. Skelecrock hat mir übrigens so von ein paar Leveln Feuersturm gelernt. Na toll. Immer diese toxischen Pokémon. Vielleicht doch schon, wenn die Mitmenschen schon immer toxisch sind. Die sollten das hier eigentlich schaffen können. Als nächstes kommt Rasa. Hier zeige ich meinen Feuersturm. Die Attacke passt sehr gut zu dem Pokémon. Es hat Feuersturm überlebt. Um Gottes Willen.
hätte ich jetzt nicht gedacht. Nochmal Bruststampe. Aua. Beiß ihn. War ein knapper Kampf. Das glaube ich dir. Okay, macht das. Wir ziehen den Boss heute noch durch. Oh, Cassiopeia meldet sich wieder. Hat sie schon getan. Oh, ich heile nur eben kurz mein Pokémon. So, dann läuten wir mal die Klingel. Bin bereit. Wir schaffen das schon. Ich glaube an unsere Pokémon. Okay, die kommen mir nur einzeln entgegen. Gib dir doch wenigstens ein bisschen Mühe. Ich den ganzen Weg hoch. Ist wie nur, oder muss ich es aus nächster Nähe schicken? Ich wollte gerade sagen, das schaffst du doch noch. Sind bei 21 Pokémon jetzt. Oh, endlich mal drei auf einem Haufen. Und geschafft. Fehlt nur noch Ryoba. Machen wir mal das Ding. Wie sie wohl ohne das Make-up aussieht.
Dann komm, Ryoba. Die nehme ich doch alle mal auf. Um Gottes Willen, die hat 5 Pokémon. Das ist ein ganz schön cooler Ball. Ich power mich erstmal ein bisschen hoch. Ich glaube, ich mache auch Terra-Kristallisierung. Ich glaube, ich schlauer. Aber jetzt juckt mich der Tiefschlag auch nicht mehr so wirklich. Und der Spezialangriff steigt weiter. Und noch mal mehr. Einfach weiter meinen Angriff steigern. Quartermark als nächstes. Noch ein weiteres Loderlied. Klar, jetzt Geister-Pokémon hätte ich Vorteil gegenüber den Kampftyp, weil die nicht treffen können. Aber wenn die alle Unlicht-Attacken haben, dann habe ich ja auch Nachteile. So, ich sollte mich genügend hochgepowert haben. Kann ich ja jetzt nächstes mit Feuersturm loslegen. Als nächstes kommt Epitaph. Oh, das Pokémon kenne ich noch gar nicht. Das sieht aus wie ein Rasab. Richtig cool aus. Nach dem nächsten Angriff sollte ich heilen. Das hat gesessen. Könnte es sein, dass das vielleicht eine neue Entwicklung von Rasov ist? Als nächstes kommt Lucario. Heil mich jetzt erstmal. Danach kommt eh wieder das Auto dran. Feuersturm! Lucario ist nämlich auch ein Stahl-Pokémon. Ich weiß jetzt, weil ich auch eins habe. So, jetzt fehlt nur noch Knattertox. Muss das nicht eine riesige Last für das arme Pokémon sein, das Ding zu schleppen? Der nächste Angriff sollte es vernichten. Ich mache einfach Loderlied jetzt zum Schluss. Dann haben wir die Star-Mitglieder auch vernichtet. Gewonnen! Ryoba wurde besiegt. Warum haben die eigentlich alle so ein Auto?
Hast gut gemacht, Skelekrok. Du hast dir Mühe gegeben. Ach, danke. Oh, wir kennen uns schon sehr lange.
anderen? Vielen Dank. Und wieder mehr TMs. Hallo Cosima. Guck mal, da will ich jemand abschlecken. Ich will dir doch nur zeigen, dass es dich gern hat. Ja, Mobbing ist wie gesagt sehr schlimm an Schulen. Glaube ich nicht. Danke. Wir haben einige TMs bekommen. Ich setze mich mal auf den Stein da, damit mich kein Pokémon nerven kann. Was hier gerade rumsteht. Hier sind ein paar interessante Viecher. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den nächsten Orden angehen. Ciao!